So. Durchgebufft sind wir ja. Jetzt schön töten. Ganz viele rote Punkte, dann kommen die Schleimer. Okay, du Inferno. Lohnt es überhaupt? Nö. Du. Strahl. Du Feuerball. Da sind mir noch ein paar um die Ecke. Du Strahl. Ja, verbrennen. Es sind so viele von denen. Und Teufel, den können wir so weg mit dir. So, ihr seid da schon eher ein Problem. Inferno. Näher rangehen und. Du Krankheit heilen. Okay, ist aber doch keine Krankheit, sondern ein Gift. Du. Ist doch Gift, oder? Ja, Vergiftung. Ein stinknormaler Stab. Weiße Flüssigkeit. So. Wobei wir auch langsam mit der weißen Flüssigkeit ruhig auch den anderen was geben können. Denn Glück hat... doch ein paar andere Boni auch noch. Also es soll bei allem ein wenig reinwirken. Und da die Skills hier nur, die Attribute nur begrenzt Boni geben, also später nur noch in 10er Schritten oder 50er Schritten, also nur wenn man 50 Attributspunkte mehr hat, kriegt man ein mehr in was auch immer. Also wenn man 50 mehr Stärke hat als vorher, dann kriegt man ein mehr Angriff, so nach dem Motto. Also könnte es sich langsam lohnen, das ein bisschen zu verteilen und nicht alles bei einem Charakter zu lassen. Was wollte ich jetzt überhaupt? Achso, ja, ich wollte eine Vergiftung ein. So. Nächster Raum. Ching, 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 ching. Inferno. Funkflug. Funkflug. Weg mit euch. So. Gelbe Flüssigkeit war Agilität. Leer. Weiß kriegt jetzt auch Gerogon mal. Auch Gerogon soll etwas Glück haben. Hier ist nichts. Aha. Ich weiß nicht. Der kann verzaubert werden. Und da ist nicht nochmal was drin. Ha. Geheimgänge? Nein. Karte. Da zurück, da zurück. Und da denn südlich. Okay. Auch wenn ich denke, dass erstmal gleich die Eile ausläuft, denn alle schwach werden und wir eine ganze Weile lang entschwächen müssen. Aber wir haben richtig schön viel Gold. Das gleicht alles aus. Ja, wir haben auch schon wieder Stufenaufstiege, oder? Nee, haben wir nicht. Okay. Also wirklich großartige Ausgaben haben wir zurzeit nicht. Auch wenn wir einfach mal ein wenig Ausrüstung kaufen könnten. Also Ausrüstung der höchsten Stufe, wie zum Beispiel dieser Engelshelm. Da. Und die dann verzaubern und hoffen, dass wir was Besseres rausbekommen, als wir haben. Weg mit euch. Weg mit euch. Toter Zwergenlord. Ich hab's. Schrott. Okay, alles voll. Wir sollten definitiv demnächst mal verkaufen. Und es ist wirklich keine zweite Seite drin. Okay. Andere Seite. Gott sei Dank keine Schleime mehr. Nichts, nichts, nichts. Hm. Auch keine Geheim mehr. Okay, weiter runter. Zwei Zwergenlords in einem Raum. Und irgendwas mit Lay gerade passiert. Wow. Repariert, repariert. Ganz viel repariert. Schaden. Noch irgendwas? Nö. Zwei Ringe kaputt. Repariert. Du zurück zu ihr. Repariert. Du zurück zu ihr. Repariert. So.
nichts. So, eine Tür am Ende noch. Sieht nicht wirklich beeindruckend aus hier drinnen. Ich weiß nicht. Achso, Talana kann gerade nicht. Talana, genau. Aha. Aha. Nö, nix. Damit wären wir hier durch. Abstellkammer, Schlüssel, Kistenschlüssel, Schlüssel zu Snergels Kammern. Jo, das heißt, wir sind hiermit fertig. Wir können jetzt zu der anderen Zwergenmine und da dann die Kammer von Snergel öffnen. Das ist jedenfalls der Plan. Auch wenn wir dann immer noch nicht wissen, wo der Zwerg ist, der die Axt von Snergel gerne hätte. Aber na gut. Wo war die andere? Die war in Burg Ironfist. Burg Ironfist war, glaube ich, östlich oder nördlich von den Sumpf der Verdammten. Also hier eventuell. Burg Ironfist, jo. Da ist sie doch schon. Ihr müsst erstmal alle weg. Damit wir hier eventuell in Ruhe schlafen können. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass wir da in Bedrängnis kommen. Nee, komm, das ganze Kleinvieh will ich jetzt nicht umbringen. Snergels Höhlen. Du, Auge, du, Fackellicht. Den Rest brauchen wir später. So, und hier waren wir ja schon mal. Und hier war irgendwo eine Tür, die wir nicht aufbekommen. Du kannst aber schon mal das da zaubern, das hält ewig. Und du kannst das da zaubern, das hält ewig. Hier war noch eine Sackgasse, richtig? Jo, mit leerem Fass, leerem Fass, leerem Fass, ja. Also die Fässer haben sie noch nicht wieder aufgefüllt. Oder wurden noch nicht wieder aufgefüllt. Ich glaube, da oben war das, ja. Hier kamen dann auch die schwarzen Fässer mit dem Gift drin. Das ist gemein. Da freut man sich immer, wenn man ein Fass sieht, wegen permanenter Attributsteigerung, dann ist da Gift drin. Hier gleich müsst ihr noch stehen. Genau, schwarze Flüssigkeit. Hier war ein Raum voll wütender Zwerge und Fledermäuse. Das war nur ein Fassraum. Oben wieder eine Mine. Und da, da sehen wir ganz viele rote Punkte. Rundmarsieren. Hallo Zwerge! Was hätten wir denn gerne? Inferno. Du. Du haust. Du probierst abermals Prismenfeuer. Wir sind in einer Zwergenmine. Eine Zwergenmine ist definitiv nicht draußen. Und es klappt. Endlich mal, okay. Du Eisbombe. Du Inferno. Sind ganz schön viele Zwergenlords, fällt mir gerade so auf. Jetzt sind es ein paar weniger. Du Inferno. Hauen. Ja, Eisbombe ist nicht so wirklich toll, aber eine Alternative sehe ich nicht so ganz. Das ist, nee, ist albern. So. Was mit Feuer? Wow, wo kommen wir näher? Ich muss mal ganz kurz einen Ausfall machen. So, jetzt sehen wir mehr. Hauen. Bei ihr ist irgendwas kaputt. Du haust, du bist mit Feuer. Du. Haust sie vor unserer Nase weg, damit wir nicht so viel Schaden bekommen und unsere Ausrüstung nicht zerstört wird. Wie die Rüstung schon wieder. Hier geht ziemlich häufig flöten. So, weg mit dir. Inferno. Prismenfeuer. Wir haben gleich keine Mana mehr mit ihr. Aber Talana hat doch ganz viel. Die kann auch ganz viel Inferno casten. Das passt schon. Du. Du
Venno. Komm mal ein bisschen zusammen. Genau, schön kuscheln. Das sieht gut aus. Oh, das trifft auch uns, so. Nicht genug Zauberpunkte. Nö. Hauen. Du. Inferno. Ich glaube, langsam können wir uns auch durchprügeln, ne? Ja. Das müsste eine Menge Gold werden. Und irgendwo hier zwischen liegt jetzt Nergal. Problem. Alle Zwerge haben Äxte dabei. Oder können Äxte dabei haben. Gegenstand Axt. Ah, bisher nur eine. Okay, Gegenstand Axt. Jetzt Axt Nummer 2. Axt Nummer 3. Repariert, ich weiß nicht. Und irgendeine davon ist Nergals Axt. Beidhändige Axt, ja. Aha. Oder die ist hier drin. Ich weiß nicht. Aha. Kampfaxt der Funken. Brief an Snergel. Snergel, wir konnten Rocklin nirgends finden. In welches Loch er auch gebrochen ist, er muss ihn verschluckt haben. Ich weiß, dass er seinen Tod fordert, um den Rest der Zwerge zu unterdrücken, aber wir haben ganz Endros durchsucht und konnten ihn nicht finden. Lundstone. Und dieser Rocklin ist der Zwerg, den wir suchen für die Axtmeisterschaft. Sehr gut. Sie haben die ganze Welt durchsucht und konnten ihn nicht finden. Da ist ein Knopf. Da ist eine Tür aufgegangen, okay. Hier liegt einfach so Gold auf dem Boden, okay. Damit kann ich leben. Nein. Ganz viele Äxte. Ja, das ist das nächste Problem. Wenn die Axt, die wir jetzt... wenn wirklich Snaggle jetzt bei den ganzen Leuten dabei war, was ich irgendwie nicht glaube, denn uns wurde ja gesagt, dass er meistens seine Leute vorschickt und sich irgendwo verkriecht. Aber wenn Snaggle hier zwischen wäre und unsere Helden können das nicht wirklich beurteilen, dann liegen hier jetzt überall Äxte auf dem Boden und sie wissen nicht, welche das ist. Die könnten eventuell abhanden kommen mit der Zeit. Schwere Stabaxt. Schwere Stabaxt. So. Was haben wir hier denn noch so? Gelbe Flüssigkeit. Lilafarbene Flüssigkeit. Leer. Leer. So. Hier geht's weiter. Rocklin. Nein, Snergel. Fledermäuse. So, da hinten ist wieder so ein komisches Artefakt. Das macht permanente Resistenzen. Permanent 5 Stärke. Anscheinend machen die random irgendwas. Ich wette, wenn ich jetzt Gerogon nehme, der gerne Stärke hätte, macht es was anderes. Das portet uns raus. Also, haben wir jetzt irgendwo Snergels Axt? Snergels Axt. Aha. Hatten wir die nicht schon vorher? Nö. Okay. Du hast jetzt Snergels Axt. Jetzt müssen wir nur diesen Rocklin finden. Also sie haben ganz Endros durchsucht. Das heißt, wir müssen auf anderen Planeten gucken. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass er eine Kneipe hier ist. Also ich glaube, mich daran zu erinnern und einer unserer Helden hat ein Gespür dafür, aber es ist falsch. Ja, hier ist kein Eingang. Das ist jetzt schade. Aber na gut, wir haben uns soweit schon mal alles vorbereitet. Wenn wir irgendwann ihn finden sollten, haben wir schon mal die Axt parat.